Da wären wir auch schon wieder. Okay, wir haben Stufe 5 Herausforderungen. Da sind spannende Herausforderungen wie nur dunkle Welt und so ein Kram dabei. Aber machen wir erstmal hier fertig. Wir haben nur noch Angriffe verboten und 1000 ATK Def oder mehr verboten. Schauen wir doch mal, dass wir das erstmal machen. Ich denke mal, das wird ein verdammt spannendes Thema zu bauen sein. Sortiert nach ATK. Effektmonster. Wo fangen sie an? Da ist 9,5. Das ist also im Grunde genau, was wir haben wollen. Launische Göttin will ich aber nicht spielen. Wetterbericht. Hat zu viel Verteidigung. Hat zu viel Verteidigung. Mario Kutai. Wenn der Gegner eine Zauberkarte aktiviert, bietet diese offene Karte Attribut an, um die Aktivierung dieser Zauberkarte zu annullieren. Mario Kutai ist genau das Richtige für unser Deck. Maske der Finsternis können wir spielen. Der mystische Schwertkampf an Level 2 würde funktionieren. Falls diese Karte ein Monster angreift, das sich in Verteidigungsposition befindet, zerstöre das Monster durch den Effekt dieser Karte. Der könnte verdammt nützlich sein, den tun wir mal direkt dreimal rein. Testen von Tsurugi, sure. Skell Engel, sure. Der Toon Hexenmeister hat zu viel. Level 1 Monster Deck können wir später mal bauen. Das ist, glaube ich, für so eine Herausforderung nicht so gut geeignet, weil die schon Level 4 ist. Da müssen wir schwächere Gegner mit nerven mit solchen Strategien. Der Hummingbird. Nadelwurm. Boah, Pinguine auf jeden Fall. Stealthbird, Sheeran, Morphing Jar. Ja, die sind natürlich eine Strategie, weil die stärken sich auf über dem maximalen Wert, der erlaubt ist. Einfach nur indem wir so spielen. Mukamuka ist zum Beispiel auch eine Strategie. Tun wir mal einen von ins Deck. Cyberfinsterniskarten könnten sich ja auch könnten sich auch mit schwarzen Drachen ausrüsten. Theoretisch, aber wir können keine schwarzen Drachen spielen. Dislakoda, sicher. Ausrüstungskarten werden wir auf jeden Fall gebrauchen können. So, dann kann die Prinzessin von Tsurugi und Mario Kutai können wieder raus. Gut, dann holen wir mal die Zauberfallen dazu. Auf jeden Fall. Die auf jeden Fall Beschlagner, gibt es Mondes, elegante Wohltäterin, gemeinsam sind wir stark, Mage Power, das übliche. Schäfchen muss nicht sein, der Potz, Jobschwerter. Das Angebot ist auch nicht unbedingt so toll. Rein mit dem ganzen Krempel. Eine Verstärkung für die Armee, das ist ein Krieger. Auch nicht wirklich Verstärkung für die Armee. Noch ein bisschen Equip wäre vielleicht nicht schlecht. Wir tun mal noch Äxte rein. Tja. Ob das so läuft. Fallenmonster wären echt gut. Ach, richtig. Stimmt, die Fallenmonster dürfen wir spielen. Tun wir die mal wieder runter. Ja, dann tun wir doch wieder drei von diesen komischen Schädel-Somas rein. Die haben immerhin 1,8. Theoretische Verkörperung des Anubis Apophis auch ziemlich gut, ne? Apophis, Schädel-Soma. Zack, zack, zack. 1, 2, 3.
wir Mukamuka raus. Tun wir noch einen hiervon raus. Tun wir einen Skellenge raus, schätze ich. Boah, passt schon. Howdy Limono Braune, herzlich willkommen. Wir haben bereits die limitierten Duelle Stufe 5 freigeschaltet, wie du vielleicht siehst. Und jetzt machen wir gerade diese etwas komische Herausforderung hier mit 1000 oder mehr TK verboten. Boah, Grand Maul, ernsthaft. Sein Deck heißt Unpta 1000. Das hat wohl jemand geschrieben und nicht richtig geschrieben. Das sieht doch gar nicht so übel aus. Das mal raus und setzen den hier noch und setzen auch das hier noch. Das ist Absicht oder ein Fehler? Das wird wohl ein Fehler sein, neuer Nutzer. Ich gehe schwer davon aus. Schildtreffer, natürlich. Können wir aber gerade nicht viel gegen tun. Wir haben aber trotzdem noch einen Schädelsommer im Angebot. Schädelsommer. Einfach nur ein Typo und nichts anderes, Leute. Bin mir ziemlich sicher. So, eine Karte von Hand abwerfen. Da will ich behalten. Pff, was geht denn schon? Die Urknallkanone von den ganzen Sachen, die er da hat, will ich am ehesten loswerden, glaube ich. Okay. Ach, Marshmallow. Von allen Sachen der Welt, Marshmallow. Ja, kann man nichts gegen machen, ne? Da liegt jetzt ein Marshmallow und... Was haben wir überhaupt in dem Deck, was gegen Marshmallow irgendwas macht? Warum spielt er den Angriff? Ich meine, nicht, dass ich mich beschwere, dass wir ein bisschen Schaden rauskriegen. Hallo, 350TD, herzlich willkommen zum Stream. Tja, da machen wir halt zumindest ganz viel Schaden hier gegen Fuchsfeuer, auch wenn der sich die ganze Zeit durch unsere kleinen Chimären stärken kann. Marshmallow ist durchdrehender Schaden, dann denkst du sich, ja, theoretisch natürlich schon, wenn wir welchen hätten, dann würde ich dir dazu stimmen. Kobold im Angriff, okay. Ja. Kriegen wir zwar ein bisschen Schaden, aber dann kriegt er auch gleich wieder ordentlich Schaden, wenn wir den angreifen können. Warum hat er alles Feuermonster durch unsere Chimären gestärkt werden? Spalt? Leider haben wir Spalt nicht im Deck, aber das wäre eine Möglichkeit. Magischer Zylinder. Plötzlich will ich angegriffen werden. Jo, magischer Zylinder. Können wir bitte noch ein Monster kriegen? Bitte, bitte. Das ist ein Artiger der Auslöschung, Mann. Schau mal. Aber 2-4 gegen... Ach, 2-9, ja. So ein Mistmüll aber auch. Ich meine, wir können... Ach stimmt ja, wir können ihn einfach verdecken gleich. Na, passt schon alles. Wir haben noch ein Buch des Mondes für solche Fälle. Das Duell müsste eigentlich ziemlich gelaufen sein. Das ist jetzt schlecht. So viel zu, dieses Duell müsste eigentlich ziemlich gelaufen sein. Tja, wir müssen jetzt Grand Maul verdecken. Aber warum bleibt er... Hä? Warum bleibt er im Angriffsmodus?
KI, was soll das schon wieder? Jetzt hätte die KI schon genug Suizidaktionen gemacht. Das ist schon wieder eine komplette Suizidaktion von der KI, einfach nur im Angriffsmodus zu bleiben. Aber hey, guck mal, wir kriegen noch eine Zauberkarte. KI, was soll das? Ich meine, es ist ja nicht ganz unfreundlich, aber bitte. Was soll das? Ich war gestern wie mit dem Torwächter-Deck, ja. Das ist auch wieder so ein KI. Warum? Da können wir wirklich eine Highlight-Sammlung draus machen, habe ich das Gefühl. Wieso, dann hätten wir zu guter Letzt noch Angriffe verboten. Dafür müssen wir uns definitiv nochmal ein Burner-Deck basteln. Joa, schauen wir mal. LP runterkarten. Erstmal Effektmonster. Wir haben jetzt so ein Eruptionsdrachen inzwischen im Angebot. Wir hätten da Stealth Birds im Angebot. Wir hätten da die amazonischen Bogenschützen im Angebot. Der Koala wäre da. Boganion haben wir. Lava Golems. Sonst irgendwas Sinnvolles hier? Katapultschildkröte, hihi, Testalos. Riesenkern, was soll man mit Riesenkern? Wir können nicht angreifen und nicht angegriffen werden. Riesenkern ist, befürchte ich, sehr unnütz. Reflektorlum bringt auch nichts, wir können ja nicht angegriffen werden. Wenn wir nicht angreifen dürfen, darf der Gegner auch nicht angreifen. Okay, dann tun wir uns noch die Flipviecher rein, die wir jede Runde erneut flippen können, damit wir gegnerische Zauber und Fallen und Monster zerstören können auf regelmäßiger Basis. Hier einmal den Heuschreckenschwarm dreimal und dann den Skarabäus-Schwarm dreimal. Da, Skarabäus-Schwarm. Ist der Koala drin? Ja, der Koala ist drin. Ich glaube, wir brauchen keine drei Bogenschützen. Reicht auch eine, schätze ich. Darf man nicht angreifen oder nur keinen Kampfschaden machen? Hab's nicht gelesen. Man darf nicht angreifen. Also die Einschränkung ist nicht angreifen, steht da zumindest. Ich gehe also davon aus. Überhaupt kein Angriffsbefehl. Nadelwurm eventuell. Ja, da müssen wir ein komplettes Deckzerstörungsdeck draus basteln. Ich glaube, ein Burner-Deck zu bauen, geht schneller. Schauen wir mal hier. Adliger der Auslöschung. Muss auf jeden Fall rein. Beschlagnahme wäre sinnvoll. Graceful Charity ist immer gut. MST und schwerer Sturm. Scapegoats müssen in unser Deck. Schwerter bringen nix. Primature bringt nix. Zumindest nicht viel. Wobei doch. Doch, die bringen wohl was. Wir können die Karten ja neu flippen und so. Selbst die Riesentronade ist wahrscheinlich nicht ganz sinnlos. Falle Waffenstillstand, ja, Waffenstillstand haben wir auch hier. Spiegelkraft bringt nichts. Ring der Zerstörung kommt ins Deck. Okay, sonst noch ein paar lebensreduzierende Klamotten bitte. Einmal permanente Zauber bitte, da hatten wir nämlich brennendes Land, das tun wir wieder rein. Nee. Achso, ups. Ich habe die falsche Sortierung eingestellt. So, jetzt könnte das auch mal ein Ergebnis bringen. TT, das heißt, TT könnte helfen, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, wir tun lieber so Sachen wie Albtraumräder rein. Ich meine, angreifen können die Gegner ja sowieso nicht. Bad Reaction to Zimochi. Könnte ein Zimochi-Deck sein, gegen das wir antreten, wenn ich so drüber nachdenke. Gucken wir mal.
Machen wir direkt 3 davon rein und dann bitte noch die Kammer der Fenster und Albträume. Und dann tun wir auf Wellen Bewegungskanonen rein, schätze ich. Gut. Alles, was ich so spontan gefunden habe. Geringerer Goblin-Beamter, ich weiß gar nicht mehr, was der kann. So, du kannst während einem Duell nicht kämpfen. Es ist schwarze Magierin Curran mit dem Kalte Krieg. Ich glaube, wir haben weder Curran noch Picaro, oder? Ich glaube, die beiden besitzen wir gar nicht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Eine Wellenbewegungskanone. Dann spielen wir den Sonne-Optionsdrachen. Ring und dann bin ich erstmal glücklich. Und dann spielt sich wahrscheinlich schwerer Sturm. Arg, arg. Oder Ektoplasma und Bürst auf der Puppe. Das wäre natürlich auch noch eine Option gewesen, ja. Das waren die Wellenbewegungskanone. Wegen der Zerstörung. So, finstere Kammer. War zu erwarten, dass sowas kommt. Dann setzen wir doch direkt mal unseren Heuschreckenschwarm, damit wir das Ding dann gleich loswerden können. Ruf der Jagd kommt auch raus. So eine Eruptionsdrache. Bam! Kammer der finsteren Albträume. Kevin freut sich wieder über Rechtschreibung. Jetzt mal hier noch ein Rad. Und speziell beschwören einen Lava-Golem. Ist mir egal, in welche Position. Hurr. Heuschreckenschwarm. Gehen wir schön weg damit. Und Heuschreckenschwarm. Ich glaube, Curran brennt. Also wer auch schon Curran als Deckmaster hat. Ja, verdeckte, verdeckte. Die verdeckte da hinten wird da glaube ich nicht lange liegen. Heuschreckenschwarm. Wenn man nicht angreifen darf, sind diese Karten ja verdammt unfair. Das war die komische Pistole. So, Boganion. Und aktivieren wir mal das Albtraumrad, weil warum nicht, da kommt ja eh nix. Boah, das war's dann auch schon. So gut wie zumindest. Oh, Lavago, der macht nochmal Schaden. Schwerer Sturm, auch Mano. Dann aktivieren wir jetzt den Ring der Zerstörung und zerstören den Lavagolem. So, da sind nochmal 3000. Skarabäus-Schwarm. Oh, sie ist tatsächlich clever genug, auch sowas zu spielen. Und Blitzeinschlag auch noch. Das ist jetzt fies. Jetzt haben wir plötzlich nichts mehr. Tja, brennendes Land. Too bad, Curran. Aktiviere brennendes Land. Und eine Wellenbewegungskanone. Ja, die wird jetzt nicht mehr viel bringen. Brennendes Land ist egal, jetzt machen wir einfach Zugende. Man hätte auch lieber ein Monster statt einem Standard-Anime-Karat-Ava haben sollen. Ja. Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn ich mir irgendeins unserer Monster aussuchen könnte und das als Avatar für unser Spiel hier benutzen könnte. Okay, ich glaube, wir haben alle. Ja. Herausforderung Stufe 4, limitierte Duelle sind durch. Dann wäre jetzt theoretisch Stufe 5 dran. Duellpuzzle Stufe 4 hatten wir, glaube ich, auch komplett abgeschlossen. Ja. Aber da sind immer noch die Themenduelle, die hier vor uns liegen.
Zum Beispiel hätten wir geringes Deck, gewinne mit 5 oder weniger Karten in deinem Deck. Kann ja nur gut gehen. Um das zu erreichen, lesen wir einfach Johns Apparate ein. Oder keine Großmeister. Wir lesen mal Johns Apparate ein. Dann tun wir mal hier ein paar Karten raus. Die Hammerschüsse hier sind eh voll unnütz. Dann holen wir uns die Kartenkavalleristen. Effekte. Mehrfachangriff ist falsch. Erhöhen, absenken, ATK. Gartenkavallerist. 1, 2, 3. Tun wir die hier wieder raus. Das haben wir schon mal gemacht. Das hat ja ganz gut funktioniert. Und dann spielen wir einfach so. Jo, Themenduell, geringes Deck. Gegen Sasuke Samurai Nummer 3. Das heutige Spezial. Ist bestimmt auch überhaupt nicht gefährlich oder so. Und dann, verliert man das nachher. Es wird bestimmt mit 0 Karten, Digga, wahrscheinlich. Grüne Apparillo, los geht's. Grüne Apparillo, rote Apparillo. Nachladen. Aha. Sinnvoll, dass er seine Hand neu mischt. Rote Medizin. Oha. Die stärksten Karten überhaupt. Sasuke Choking Me. Geil. Rote Apparillo raus. Gucken wir erstmal, dass er keine Fallen liegen, die unseren Kartenkavalleristen zerstören. Schlecht. Im WC 2008 hat man den normalen Challenges am Ende nur noch 5 Karten im Deck. Beschwöre Armel-Detail, beschwöre Vorbild. Und seit Jahren sind alles diese Dinge, die man sonst eigentlich nicht tut, ne? Das hier ist gut. Dann können wir jetzt nämlich mit dem Kartenkavalleristen anfangen zu schießen. Das beschützt uns dann nämlich ein bisschen. Kartenkavallerist, Feuer frei. Okay. Da hätten wir einen Affenakrobaten. Aha, schön, dass wir den los sind. Ich vertraue diesen verdeckten Zauberfallenhelden nicht. Nicht, dass er uns nachher zum Ziehen bringt, wenn wir so gut wie keine Karten mehr im Deck haben. Opferler. Okay. Oder Torwächterteile? Ich kenne die Strategie. Für sowas holt man Torwächterteile. Drillroid. Selber parat. Jo. Und Kartenkavallerist. Feuer frei, 3 Karten abwerfen.